Hi, na, hier ist der X-Wing mit einem weiteren Heroes of the Storm Champion Quote Video. Wer noch was zur Skillung sehen will, ich habe den ein bisschen auf PTR mal gespielt, sehen will, einfach hinten gucken. Jetzt kommen erstmal Dance Moves und dem seine Sprüche. Eure Seele wird mir gehören. Ich werde euch in die Knie zwingen. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ihr wendet euch an die Inkarnation der Dunkelheit. Passt auf, was ihr sagt, Wurm. Im Nexus fließen viele Mächte zusammen. Doch zu welchem Zweck? Und noch viel wichtiger, wie kann ich sie an mich reißen? Weiß vielleicht jemand, wann genau diese Stacheln aus meinem Rücken gewachsen sind? Man sollte doch meinen, dass ich mich an so etwas erinnere. Um das mal klarzustellen, Todesritter waren meine Idee. Und überhaupt sind die meisten von Ner'zhuls Todesrittern nicht einmal richtig tot. So ein Schwachsinn. Legt euch nicht mit mir an, Sterblicher. Ich habe mehr Macht in meinem Schädel als ihr in eurem gesamten Körper. Illidan kann euch das bestätigen. Ein richtiger Hexenmeister muss keine Höllenbestien beschwören, wenn er selbst die Höllenbestie ist. Bei Kil'jeden und bei Kazak, schaut mich ganz fest an. Ihr seid jetzt ein Teufelseber, ja, ein Teufelseber. Was sagt ihr da? Im Kosmos treiben auch andere Versionen von mir aus alternativen Zeitlinien ihr Unwesen? Dann seid ihr alle dem Untergang geweiht. Ihr wisst ja nicht einmal, was ihr mit einem von mir anstellen sollt. Einst war ich der Vorsitzende eines Rates, der die Horde der Orks aus den Schatten heraus kontrollierte. Ich nannte ihn den Schattenrat. Ach, haltet die Klappe. Namen ausdenken ist gar nicht so einfach. Als die Hexenmeister-Clans mit ihrer Ausbildung begannen, konnten sie mit ihren primitiven Beschwörungsformeln gerade mal ein paar Spinnen rufen, einen Dämon zu beschwören. Das war nicht mehr als ein Traum. Und damals haben wir Dämon noch mit AE geschrieben. Das sieht nämlich viel mystischer aus. So wie es sich gehört. Wer Macht besitzt, muss sich furchtlos einsetzen. Und wenn diese Macht dann erlaubt, andere in Furcht zu versetzen, dann ist es ein netter Bonus. Ich bin die Inkarnation der Dunkelheit. Schon bald werdet ihr alle... Verdammt, immer zum unpassendsten Zeitpunkt. Sekunde, tut mir leid. Ja, wer ist da? Wie? Dunkelheit? Oh. Ah ja. Oh. Ja. Nun gut. Jetzt werde ich wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Das nenne ich mal böse. Die Hand von Gul'dan ist ein Mahnmal aus Feuer und Zorn,
ein Symbol der ewigen Treue der Horde zum Dämonischen. Und außerdem ist es der Name eines Zaubers. Ich habe ja gesagt, Namen ausdenken ist schwer. Grün ist eine tolle Hautfarbe. Setzt euch und ich werde euch alles darüber erzählen. Kann ich euch vorher noch etwas zu trinken anbieten? Ihr wendet euch an die Inkarnation der Dunkelheit. Not bad, not bad. Seine Fähigkeiten sind wie folgt. Das ist übrigens gerade der ähnliche Skin in der letzten Farbe. Alle 1,5 Sekunden kann er seine Shadow Flame machen. Das ist echt nicht schlecht. Dann gibt es so eine Cho'Gall-ähnliche Bubble. Wenn man die mehrmals trifft, dann stackt die auch hoch. Ist ein Gift nur. Und man kann aussaugen. So eine Passive ist, der regeneriert keinen Mana, dafür kann er Leben hergeben und dafür 25% des Mannes wiederbekommen. Was er mit der W wiederbekommt, die kostet übrigens keinen Mana. Skillen, hier würde ich auf den Blutsauger oder die Widerhall der Verderbnis gehen. Also Blutsauger, die Range ist echt genial. Das nervt ganz gut. Die Quest erhöht den Damage drastisch, also verdoppelt ihn quasi, also in Teamfights an Engstellen echt gut zu benutzen. Ansonsten würde ich den Blutsauger meistens nehmen. Stufe einstellen, 20. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. So. Hier würde ich wirklich auch den Blutsauger nehmen. Adalas ist ganz gut, allerdings verträgt sich das nicht mit dem Talent, was ich hier hinten nehmen will. Wenn ihr hier auf die E geht, dann könnt ihr hier in Adalas skillen. Dann müsst ihr weniger Adalassen. Also für einmal voll machen, dreimal statt viermal. Und verbraucht natürlich somit weniger Leben. Das hier finde ich relativ okay. Man killt damit einen Minion, kriegt die EP natürlich. Und man heilt sich auf Level 20 um 800. Da finde ich die Lebenslinie schon ein bisschen besser, denn wenn man damit was tötet, mal 6 Sekunden weniger Abklingzeit plus die Castzeit, die 3 Sekunden, 9 Sekunden, also hat man es instant ready. Zusätzlich, der von Blutsauger betroffen ist, das ist so ein bisschen meh. Ich zeig's mal, ob ich das hier irgendwie hinbekomme. So, der müsste jetzt normal sterben. Von der Blutsauger, zack, direkt wieder red. Jetzt muss ich ein bisschen dem Timing passen. Ist trotzdem ready. Also ich habe das nicht eingeschalten. Man muss nicht mit dem W killen. Es geht auch, wenn man den danach noch eine Kuh drüber jagt. Ich hatte mal geskillt, dass der Blutsauger mehr Damage macht an Zielen mit unter 50% Leben, jedoch gibt es zu viele Gegner, die es einfach abbrechen können, also irgendwie unantastbar machen, so wie beim Asmo-Laser halt, geht es ja auch. Da nehme ich, wenn ich die W-Skill, entweder eben den Slow, wobei ich den Slow nicht ganz so cool finde, weil der eben nach Ablauf verlängert bis 2 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern. Ja, so. Das tickt 6 Sekunden lang. Das heißt, nach 6 Sekunden ist er 2 Sekunden geslowt. Ja, ist so ein bisschen komisch. Allerdings die Schaden gebunden finde ich ganz cool. Und macht Hunger. Ja. Man kriegt halt weniger Heilung von seinen Kollegen, aber macht dadurch erheblich mehr Schaden auch. Ich zeige jetzt einfach mal Schatten gebunden, was ich meistens wahrscheinlich auch nehmen werde. Oder eben die Machthunger. Ich weiß noch nicht. Bei 7 bin ich mir echt noch nicht sicher, was ich skillen werde. Einfach nur mal zeigen, wie die Abklingzeit hier
schön runter geht. Bei jedem Hero-Treffer geht es eben um eine Sekunde runter. Wobei, wenn man so nah an jemandem dran steht, ist es ganz schön schwierig zu treffen. Wenn man damit mehrere trifft, geht es auch um mehrere Sekunden runter. Also, wenn man damit eine ganze Fünfergruppe trifft, dann hast du 5 Sekunden Cooldown Reset und das ist ziemlich stark, finde ich. Entsetzen. Yes. Regen der Zerstörung. No. Also Entsetzen ist so richtig geil. Ich zeige den Regen der Zerstörung jetzt auch nicht. Der hat ein Riesengebiet, wo random Meteore runterkommen. Und man trifft so 0 bis 5 Targets. Geschätzt. Also ne? Entsetzen ist ja ganz cool. Da kann man sowas hier machen. So zack. Und solange wie der wegläuft, ist der auch gestunt. Also das ist echt cool. Auf 13 gibt es auch mehrere Sachen. Ich denke mal, das könnte ganz cool sein mit dem Zauberschild. Weil man braucht es ja auch nur, wenn man gegen gegnerische Held kämpft. Also man macht das. Und dann ist auf 2,5 Sekunden lang geschützt. Hat nur 1,5 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, man kann sich dauerhaft 30% weniger Fähigkeitsschaden machen, wenn man immer trifft. Ist echt cool. Leben ernten würde ich weniger nehmen. Wie gesagt, ich nehme die W meistens, um mich an Minions einfach rot zu leechen. Man kann sich mit der D übrigens nicht töten. Kurz zeigen. So. Und jetzt kann ich sie nicht einsetzen, weil ich zu wenig Leben habe. Maximales Leben würde ich auch nicht nehmen. Der Gesundheitsstein ist hier, denke ich mal, das Nonplusultra. Der heilt nämlich einfach mal ein Drittel von deinem Leben instant hoch. Und wie jetzt schon erwähnt, wenn man auf Verderbnis skillt, was ich gleich noch zeigen werde, dann unheilvolles Gebrechen. Und ansonsten nehme ich eigentlich gerne The Dark Within, heißt glaube ich. Bis da oben habe ich öfter mal gesehen. Stackt auch mehrmals hoch, wenn man, also 5 Gegner auf einmal trifft, hat man 30% Buff. Auf die nächste Fähigkeit. Also auf die nächste Kuh. Also nochmal, zack. Und dann kriegt die hier so ein Stack. Das ist so 5 Punkte sieht man da. Ich finde das hier eigentlich cooler und der Mondstadtzirkel ist, glaube ich, ohne Frage das Beste auf 20. Heimsuchen ist auch okay. Aber ja. Okay, Heimsuchen ist für Teamfights echt krass wegen dem 25% Buff für dann 3 Sekunden. Aber das machen eh schon viele andere und das steckt ja nicht mit gleichzeitig hoch. Sagen wir keine Tyrande etc., dann mal gucken. Ja, wenn ich jetzt eben die deaktiviere, dann sieht man das hier unten auch. Dass ich eben den Buff ab. Und mache das auch 87 Schaden. Und ohne die D. Machen wir so. 436. 523. 72 jedes Mal. So kann man sich quasi zu Tode buffen. Man sollte halt immer irgendwie was zum Lutschen dabei haben. Oder eben diesen coolen Stein. Wie gesagt, auf 7 weiß ich nicht so ganz, was ich skillen soll. Aber meistens werde ich wahrscheinlich Schattengebunden nehmen. Das Portal ist quasi, man legt irgendwo einen Zirkel hin. Daniel. Und kann sich dann von überall auf der Map instant dahin porten. Illidan wird übrigens sein Ziel bei der Jagd, wenn es über eine größere Range ist, nicht korrigieren, wenn es gleich ist wie im auf dem PDR. Was gibt's noch? Ich könnte noch mal die andere Skillung eben hier so. Den Adalas wird dann trotzdem das hier nehmen. Entsetzen.
den Heilstein, mehr Damage im Portal. Wenn man stirbt, geht das Portal auch kaputt. Also der Zirkel. Und jetzt hat das hier eben Initialschaden. Also direkt die 171 auf Level 20. Und wenn das von 3 oder mehr getroffen wird, dann... Ja, die machen wir kurz mit Abklingzeiten, damit es ein bisschen schneller geht. Diese 511, die dürften da eigentlich gar nicht stehen. Wer bin ich mit der Quest 22? So, Quest fertig. Jetzt hat man auch schon gesehen, was da passiert. Wenn ich jetzt nämlich so treffe, hat man gerade gesehen, 511. Die sind richtig. Ich mache jetzt die Ablehnzeit auch wieder aus. Ist echt nicht schlecht. Tickt dann für zweimal. Meistens laufen die Gegner noch weg. Kann man eben die Ablehnzeiten runtersetzen. Der Slow ist, glaube ich, auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Wenn ich jetzt so mal... Tick, 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 tick. Dann kriegt er ja den vollen Stack da. Erst wenn er dann fertig wäre, würde er den Slow bekommen. Das finde ich halt echt so ein bisschen... Ich kann es mal ganz kurz testen, wie der Slow wäre. Wo ist der denn hier? Ich probiere rum, yay! Heilstein. Jetzt ist er eben geslowed am Ende. Mal die Ablingzeiten kurz runtersetzen. Mal hochstacken. Am besten ist eben, wenn man ganz kurz jetzt wird er geslowt, ja. Jetzt kommt erst der Slow. Das ist viel zu spät, finde ich. Aber der Slow ist hier, glaube nicht das Richtige. Der ist einfach nicht in Fight. Er ist zwar schön lang, 2 Sekunden 50%. Aber nee. Was eigentlich? Ich die mit weniger treffe. Es tickt immer mit 82. Achso, macht ja gar keine Abklingzeit. Bist du dreimal stapelbar, okay. Huh. Mal ausrechnen hier, 500 durch 6 sind etwa die 80er. Und kriegt halt dreimal die Sekunde Schaden. Okay. Aber das Slow ist nicht gut. Jo, das war's mit Gul'dan. Bis zum nächsten Mal.